Erst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Die Konversation macht gar keinen Sinn. Hey, das Tor! Stopp! Das Tor. Oh nee, oh nee, oh nee. Willkommen in der Familie, Junge. Muss ich dich gleich ausreißen, du Alter. Was da schon? Sonst wäre das Spiel ein bisschen überteuert, wenn es das schon war. Oh, das war's. Ich glaube, ab jetzt ist es richtig geil. Ich freue mich richtig. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Warum nicht? Er hat mir einfach meine Hand wieder angetackert. Hast du dafür eine Ausbildung oder ein Zertifikat? Ich hoffe mal. Sind diese Tackernadeln noch desinfiziert? Wo bin ich? Okay. Ist es was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er kennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Ach du Wichser. Verdammt, Alter, war nicht schon wieder. Geh mir das ganz normaler Samstagabend. Der Junge muss was essen. Nee. Er muss sein Abendessen haben. Nee. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Nee. Komm schon. Er isst es nicht. Halt, verdammte Maulnagel. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Alter, das kannst du doch nicht machen. Komm schon. Verdammt nochmal! Mein Gott, was für ein Glücksbild. Wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Aua. Das hat auch keiner gehört. Safe, alles safe. Wo sind die anderen eigentlich alle jetzt hin? Hallo? Tolle Treppe übrigens. Eine Hedge. Aha, dafür brauche ich anscheinend einen Schlüssel. Kraut. Kamera. Die Kamera, die macht mich fertig. Geht einfach aus. Naja, ich lasse es einfach mitreden heute. Wenigstens nicht während einer spannenden Szene, das wollte ich sagen. Ich sehe einfach mal auf der Reihe, krieg mal Deutsch zu sprechen, so. Ist doch nichts Interessantes, so. Ich spreche das nicht aus. Ich lese nichts vor hier. Aber dass du mit F dann weiterdrücken musst, das verwirrt mich jetzt schon. Nikos Hardware. Ach, das ist ein Kassenbon. Interessant. Warum hast du einen Kassenbon gelegen? Der unverhüllte Abgrund. What the hell? Egal, ich lese mir doch jetzt keinen Text. Ich möchte auch nichts über die Story erfahren.
Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie noch diese Story um die Sewer geht, dass noch weiter gesponnen wird. Also um Clancy Javis und so. Na egal. We're looking forward to see what's happening here. Ist das alles nur Wasser oder liegt das nur in der Grafik? Ach, hab ich nicht gesehen. Da ist ein Fenster. Soll ich mich mal lieber ein bisschen mehr verstecken. Ich will nicht von dem gespottet werden. Ich kann mich da nicht zerstört. Du Wichser. Ist Garage oder was? Ja, da steht ja auch Garage. So. Auch immer. Kebab. Kebabklappe. Ein Bild. Witzig. Who cares anyway? Bilder, 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 Bilder. What the? Wackkopf. Muss ich mir jetzt erst auf den Weg da durchblutforcen? Bitte sag nicht. Bitte nicht. Mach doch nicht sowas. Schreib mich da jetzt nicht vorbei, Alter. Wo ist der kleine Scheißer hin? Rein da, rein da, rein da, rein da. Oh, wir haben es überlebt, wir haben es überlebt, wir haben es überlebt. Wie auch immer. Ach du Scheiße. Oha. Krass. Was jetzt? Ah ja, speichern. Ja. Wir wollen speichern. Immer ganz gerne speichern. Immer. Okata des Haupthauses. Interessant. Ja. Bissige Chemikalie, Kraut. Können Sie Objekte verstauen? Interessant. Ein Führerschein ist da auch noch drin. Und warum nicht die Pistole von gesehen? Ich bin furchtbar. Warum steckst du dann doch deine Nase drin, du? Interessant. Ein Lockpick. Ah, nee, das ist ein furchtbar schlechter Zeitpunkt. Furchtbar schlechter Zeitpunkt, wie schon gesagt. Meine Güte. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimm's. Ah, witzig, witzig. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Nicht. Codex? Ich dachte, er ist für eine Smartwatch. Reizendes Mädchen. Was soll denn jetzt das heißen? Warum kriege ich hier eine Werbe-E-Mail von Microsoft, um mein Handy zu verbinden? Was soll die Scheiße? Interessant, interessant, interessant. So. Ich bin jetzt gerade vollkommen aus dem Konzept. Was hat die überhaupt gesagt?
Nehmen wir das in meine Hand, dass das ein Codec ist. Jetzt lass mich raten. Jack Baker ist auf einmal verschwunden. Auf ganz mysteriöse Weise ist er einfach weg. Weg. Never seen again. Aber das ist eine Tatsache, dass wir hier auch nicht durchkommen, weil wir hier irgendwie einen komisches Abdruck brauchen für diese komische Tür. Was bauen die auch für eine Scheiße rein, Alter? Was ist das? Hey! Hey! Was geht? Könntest du mich bitte rauslassen? Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze. Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen... Der macht doch keine Witze, der sieht nicht so aus, als würde er Witze machen. Ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das geht okay. Gut. Okay, dann gut. Dort reden. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Als ob. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Nee. Wie gibt mir jetzt wichtige Waffe, oder? Ein verdammtes Taschenmesser? Besser als gar nichts, Ethan. Reißen wir mal ein bisschen zusammen. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ich bin schon auf dem Weg. Ich muss nur noch eine Kiste, Messer? Die ich nicht mit der Hand aufmachen kann, öffnen. Pistolenmunition. Was heißt Pistolenmunition? Man kriegt gar keine Pistole. Ich freue mich schon drauf. Und hier die Scheiße. Das Klebeband. Selbst Panzertape ganz einfach so durchreißen. Hey, wir müssen hier raus. Ach, doch. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und die Konversation macht gar keinen Sinn. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor! Oh nee. Nee. Oh, meine Karre. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Ohne Schlüssel geht das nicht. Können wir vielleicht wieder aussteigen? Ah, ja. Ah, lass mich mein Auto rein, bitte. Danke. Ich geh doch schon. Vorsichtig. Die Karre war teuer. Das ist ein Oldtimer, wie schon gesagt. Scheiß Kram! Ahaha. Letztes Mal, dass du eine Karre von hinten gesehen hast, du. Das letzte Mal, dass du jemals ein Auto gesehen hast, Alter. Wo ist er? Ich wollte eigentlich kein Cabrio, das hast du jetzt falsch verstanden. Das Auto, Evil. Ist ja wirklich mein Auto, geil. Scheiße! Dass das Ding noch wert ist, ein Wunder, ich sag's dir. Woher hast du dich immer? Diesen Stahlträger. Ducken, bitte ducken, Ethan. Nein. Duck dich! Ethan Winters hat doch ein Gehen. Ey, der lebt doch noch, Alter. Oh, raus. Raus aus der Karre. Raus. Ich würde die vielleicht auch seine Waffe hier liegen lassen irgendwo. Natürlich.
Aber würdest du mir bitte erklären, wo die Waffe ist? Von. Oh, Junge, ah, da. Schau, was du angestellt hast. Ah. Hi. Hahaha. Ha, ha. Geh doch endlich tot, ey. Ach nee, ey. Komm, ich steh auf. Steh auf. Hab die nicht so, Ethan. Komm. Als ob der das ausgelockt hat. Ah, Surprise Leiter. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Zwei Minus. Okay, machen wir es so. Geht besser. Kriegst du beim nächsten Mal besser hin? Ich glaube an dich. Ah. Ahaha. Das ist der Tür für die, das ist das Ding für die Tür. Ochsenstatue. Ja, vielleicht kriegst du da noch mal hin, das Regal hier wegzuschieben. Wäre nett. Danke. Was? Das Haus brennt jetzt noch allmählich ab, weil Ethans Karren noch wahrscheinlich brennt. Oder hat die Explosion den Brand gelöscht? Das wäre ja gerade so witzig. Dann gehen wir mal ab zu dieser dummen Tür. Hm. Ich verwechsel immer die scheiß Tasten. Jedes Mal. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen erwartet, dass die Tür automatisch ist. Bin ich ein bisschen ehrlich, bin ich jetzt leicht enttäuscht. Alter. Was ist das eigentlich für ein krasses Haus? What the f... Ein Schattenspiel. Wir müssen jetzt irgendwas so holen, was irgendwie in dieser Art das Objekt sein könnte. Obhändel. Wozu auch immer. Ich wollte gerade schon sagen, wann rufst du endlich mal an? Moin, moin. Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber warum ist jetzt tot? Das ist ja so traurig. Was hinbekommen? Aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Ja, ich bin mir sicher. Mit Freude kannst du dich wieder melden. Wir suchen also drei Hundeköpfe. Sehr interessant. Oh, da draußen ist ein Wohnwagen. Schießpulver. Eine antike Münze. Sammel ich die Scheiße, oder? In 2 Jahren mehr als 20% vermisst. Kapitän Hovell von der Staatspolizei erklärt gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Miss Midkiff wild nach fehlt seit der Nacht des 21. jeder Spur. Bericht von Personen. Reicht. So. What the fuck ist das eigentlich für ein Haus? Ich frag gar nicht erst. Ey, dass sie das so dermaßen realistisch gemacht haben, ist ja geil. Hier muss ja irgendwo für Strom herkommen. Die haben tatsächlich das Kabel richtig. Sowas finde ich dann schon wieder so beeindruckend. Suit me. Nö. So geht auch. Ankerkraut eingesammelt. Ich finde das so geil, Alter. Wir sind ja komplett einfach gecancelt worden. Hm.
Ich schwöre, es hätte einer gestanden. Ich wäre so durchgedreht. Admiral, geben Sie mir sofort Ihre Shotgun. Was hat den sogar Schuss? Ne, der hat gar keinen Schuss. Ist ja sinnvoll, ist ja sinnbefreit, so. Können ihm leider auch nichts anderes geben. Scheiße. Naja, egal. Wir sehen uns jetzt mal auf den oberen Stockwerken um, weil dann so. Wer hat dich hier hochgefahren? Ich habe gar keinen Treppenlift gesehen. Wer ist denn das jetzt? Ist das so? Ey. Ich finde, das Haus ist. Wenn das nicht so abgefuckt wäre, wäre das ein so schönes Haus. So viel ungenutzter Raum. Außer dem Parkplatz hier. Guck mal, sogar ein Balkon. Das ist eigentlich ein so schönes Haus. Oha, oha, oha. Vielleicht ist das das Hobby des Vaters. Wen interessiert es noch? Wir können also auch auf den Balkon. Okay, ich möchte erstmal auf den Balkon anschauen. Da kommen wir dahin. Interessant, interessant. Oh, 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 das ist interessant. Ich will gar nicht wissen, was die da unten labert. Ich will gar nicht mal raus. Ich bleibe am besten hier drin bei Jack Baker. Ich glaube ja immer noch nicht, dass der Final jetzt hier einen Löffel abgegeben hat. Oh ne, Flintmunition. Weißt du, ich hole das später. Ich bin ja sowieso bestimmt nochmal. Weil Flintmunition brauche ich gerade nicht. Und ich spare mir lieber noch ein bisschen Storage, okay? Machen wir das so. Ich wollte erst in den anderen Raum reingehen. Da habe ich vorher gesagt, halte ich mich auch dran. Ich halte meine Vorsätze grundsätzlich. Außer alle. Okay. Mia. Okay. Heaven. Kannst gegen die ganzen Dosen hier drin. Das Spiel geht schneller voran, als ich dachte. Ich sag's, wie es ist. Mülltonne mit Schießpulver. Warum habt ihr überall Schießpulver rumliegen? Was soll denn das? Was ist denn hier noch? Wetterbericht. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumer-Button alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich Sprachen lernen war mal. Bubble, hilf nicht mehr. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Ist denn die eine Fleischerei oder was? Keine Ahnung. Eine antike Münze. Und Collectible. Ist das nicht wunderschön? Eine Shorty. Ich schade, dass wir den Schlüssel noch nicht haben. Habe ich irgendwas übersehen? Wir wollen noch das Tape machen. Ethan, please watch this. Mia. Mia Winters, Old House. Ich habe letztens so ein Story-Video gesehen. Da hat einfach so gesagt, die haben einfach jetzt random neu entschieden, dass jetzt Ethan Winters mit Nachnamen heißt oder Mia mit Nachnamen Winters. Es steht aber schon sein RE7 fest. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Ey. Nachdem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich weiß es gar nicht. Ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Surprise GoPro, Alter! Surprise GoPro mit VHS-Rekorder!
Scheiße. Nicht wieder erwischen lassen. Ja, lass sie einfach nicht erwischen. Ganz easy. Ich gebe euch die Tipps. Oh. Mach du nicht einfach so surprising-mäßig die Tür zu, das kannst du nicht machen. Ja. Lass mal deine Taschenlampe an. Ich hab die Schnauze voll davon. Oh, Scheiße. Die Schnauze voll von Abend, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Scheiße. Ich bin nicht hier. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ja, sehr, sehr chillig auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Oh nee, klasse Spinnen. Oh, ich höre dich auch wieder, die kommt schon wieder. Die kann mich hier, glaube ich, überhaupt nicht sehen. Hallo. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? I don't know. Tell me, what should I do? What is going on? What's going on? What happening? I don't know. I don't really know. Nein, nein, komm nicht hierher. Oh, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Da lag gerade ein Brennerteil. Oder so eine Brennerdüse oder was war das? Also ich komme zum Hiding Place nicht hin. Natürlich, ist ja auch realistisch. Ich gehe da rein. Geht's denn da gut oder was? Ich glaube, da geht's nicht mehr so gut. Wir lassen sie das einfach mal. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Weiß ich auch nicht. Sag du's mir doch. Ich spiele nur ein Videospiel. Ja. Geht schon. Chillig. Auf jeden Fall sehr, sehr chillig, dieses Game. Come on. Er holt sich doch so von Splitter, Alter. Gesund ist das Haus ja nicht. So viel kann ich dir sagen, du. Brauchen wir mal meinen Stream Deck ein bisschen näher hier. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Nicht schon wieder. Ich gehe ja schon. Du! Alles, was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe!
Und was, wenn ich das nicht will? Ich verpiss mich einfach. Okay. Haben wir kein Problem mehr, ist alles in Ordnung. Die haben mich jetzt gesehen, dass ich da bin. Die weiß auch, dass ich da bin. Ich verpiss mich einfach durch diesen Schacht und dann ist alles chillig. Aber kein Problem mehr. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen? Ey, wir sind ja auf Twitch, nicht rumfluchen, bitte. Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Same. Geh doch einfach. Okay, okay. Geh einfach. Problem ist, ich darf jetzt nicht zu früh rausgehen, ansonsten sieht die mich wieder. Hört sich aber so an, als wäre die gerade auch mal rausweg. So viel dazu, so viel dazu, so viel dazu. Ich gehe ja schon. Mehr Geduld, dann klappt das schon. Dann klappt das irgendwann bestimmt, aber vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht heute. Aber vielleicht morgen oder übermorgen oder gar nicht, oder weiß ich auch nicht. Ist die jetzt weg oder nicht? Habe ich das Game jetzt gerade kaputt gemacht? Hört sich auf jeden Fall nicht so gesund an. Ich sag's dir, wie es ist. Du warst ein böses Mädchen. Der hat ja die ganze Zeit rumgekämpft. Ich bin sehr enttäuscht. Bin wirklich sehr, sehr enttäuscht. Geräte verbirgen. Ja. Hätte er lieber ein bisschen mehr in dem Schacht drin bleiben sollen. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ich hab's geschafft. Nein. Doch. Ah, du bist dumm. Du bist richtig dumm. Ja, oder vielleicht auch nicht. Interessant. Kurbel? Licht. Wo denkst du, dass du hingehst? Das war gerade ein bisschen zu viel Hässlichkeit auf einmal. Sorry. Versteckspiel der Errungenschaft. Freu mich auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Was haben sie dir angetan, Mia? Weiß nicht, muss ich.